Abzocke beim Bürgergeld? Reich werden mit Bürgergeld müsste es heißen. Vermögen aufbauen mit Bürgergeld, Immobilienvermögen erreichen, alles Mögliche in diesem Land mit Bürgergeld. Ich erkläre dir die einzelnen Schritte, was du tun musst, damit auch du davon profitieren kannst und dir eine Immobilie vom Jobcenter bezahlen lassen kannst. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Eines vorweg, es geht jetzt nicht darum, dass du als Bezieher von Bürgergeld dir weitere Immobilien kaufen kannst. Das geht in diesem Lande so einfach nicht. Wenn du allerdings schon eine Immobilie gekauft hast und jetzt Bürgergeld beantragen musst oder willst oder kannst oder sollst, dann gibt es hier die Karenzzeit, die wir beachten sollten. Und zwar, das erste Jahr ist alles egal und nach dem ersten Jahr gibt es dann Größen. Also wenn du in einem Haus wohnst mit deiner Frau und die Wohnfläche bis 140 Quadratmeter ist, dann kannst du dort auch wohnen bleiben mit Bürgergeld. Sie bezahlen dir auch bei einem laufenden Kredit die Kreditzinsen und ebenfalls die Nebenkosten, die sie ja sonst auch bezahlen, wenn du zur Miete wohnst. Also sie bezahlen auch die Grundsteuer für dich, sie bezahlen auch die Wohngebäudeversicherung für dich. Allerdings die Tilgung bei deinem Kredit, die bezahlen sie nicht. Allerdings gibt es Kreditmodelle, die sind tilgungsfrei in diesem Land. Ob es damit möglich ist, nur von Bürgergeld zu leben, bisschen schwierig vermutlich, aber mich würde es nicht wundern, wenn es solche Einzelfälle gibt. Jetzt gibt es hier allerdings einen ehemaligen Kriminalbeamten, er kritisiert die Ampelregierung und er packt hier gegenüber NIOS aus, wie man denn den Clans oder den Familien hier, die Abzocke betreiben, Herr werden könnte oder es eben nicht kann. Es ist der Chef der Zollgewerkschaft und er erklärt hier gegenüber NIOS, dass über die Hälfte aller Mitglieder krimineller Familienclans auch Bürgergeld beziehen. Er beschreibt hier, wie das Ganze dann auch funktioniert. Die polizeilich weniger bekannten Mitglieder, die bekommen alle Bürgergeld und gehen dann zusätzlich noch illegalen Tätigkeiten nach. Das unterstellt allerdings wieder einen Generalverdacht. Dieser Kriminalbeamte, Nachtigall, wie er heißt, erkennt sich sicher aus. Auch jetzt beim Bürgergeld geht er davon aus, dass sie alle fröhlich weiter Stütze kassieren. Die Fälle, wo Sozialamtsmitarbeiterinnen bedroht werden, egal ob von Clans oder von Einzelpersonen, die sind bekannt. Die Bedrohungsszenarien, sie kommen wöchentlich vor. Es gibt jetzt allerdings hier noch Mittel und Wege, die der Kriminalbeamte überhaupt nicht beschreibt. Er beschreibt einen Lösungsansatz. Ihm geht es darum, dass man eine Beweislastumkehr macht für Vermögensgegenstände im Bürgergeld. Das heißt, wenn man eine goldene Uhr hat, muss man beweisen, wo die herkommt. Wenn man ein teures Auto fährt, muss man ebenfalls beweisen, wo dieses herkommt. Wie das allerdings teilweise funktioniert, also da gibt es 10, 15 Bürgergeldempfänger, die teilen sich dann einen AMG. Da zahlt dann jeder im Monat 50 bis 100 Euro zur Leasingrate und schon fährt man ein PS-starkes Auto trotz Bürgergeld. Man muss am Ende nur eine Bank finden oder einen Bürgen haben und dann funktioniert das wunderbar. Allerdings kommen wir doch nochmal zurück zu unseren Immobilien, zu unseren Wohnkosten und hier ist überhaupt nicht berücksichtigt worden von diesem Kriminalbeamten, wie groß hier, naja, zumindest, es ist kein offensichtlicher Betrug, zumindest nicht definiert klarer Betrug. Aber wir klären das mal Stück für Stück. Jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt hier eine Familie, die kommt hierher, eine Großfamilie, die besteht aus mehreren einzelnen Familien und die würde auch gerne zusammenwohnen. Dann ist es in der Regel sinnvoll, wenn Sie jemanden haben, der schon in Deutschland ist, am besten jemand, der hier auch ganz normal aufenthaltsberechtigt ist, erwerbstätig ist und der kauft sich dann, sagen wir mal, ein Dreiparteienhaus. Ja? Ein Dreifamilienhaus, in dem die ganze Großfamilie dann einziehen kann. Es gibt dann folglich einen Besitzer, der auch arbeitet und der sein Geld selbstverständlich versteuert. Und jetzt fängt es nämlich an, dass diese Personen, die dann dort wohnen, alle Mietverträge mit ihrem Verwandten abschließen. Das wird in Deutschland nur geklärt von Finanzämtern, ob denn die Miethöhe angemessen ist. Und dann werden diese Mietverträge bei dem Jobcenter vorgelegt und wie diese Jobcenter das prüfen können oder wollen, das sei mal dahingestellt. Ein Dreiparteienhaus, drei Etagen, jeweils eine Drei- oder eine Vier-Zimmer-Wohnung,
da drin, klein, 80 Quadratmeter nur, sagen wir mal, und da ziehen dann je Bedarfsgemeinschaft 3 oder 4 Personen ein, dann kommt da schon einiges zusammen, für die hier Miete gezahlt wird. Und dann ist es am Ende so, dass die Miete vom Jobcenter übernommen wird und der rechtmäßige Eigentümer, der das Gebäude auch rechtmäßig erworben hat, finanziert sich dann hiermit seine Mieteinnahmen vom Jobcenter. Das ist per se legitim. Das machen ja einige so, die an Personen vermieten, die Bürgergeld beziehen, sonst hätten diese Leute ja keinen Wohnraum. Allerdings, diese Prüfungen, die man dort durchführen müsste, ist völlig hanebüchen. Also derjenige mit dem Drei-Parteien-Haus, der ist auch in der Lage, 4 Mietverträge auszustellen und eben für 4 Wohnungen in dem Haus Geld zu kassieren, obwohl davon eine Familie zum Beispiel gar keine Wohnung hat. Man sieht das immer wieder, dass jetzt nach dem Zensus herausgekommen ist, wie viele Leute denn wirklich überall wohnen, denn sie wissen es gar nicht. Sie wissen es gar nicht. Trotz Melderegister und Meldebehörde kam jetzt heraus, in Berlin wohnen 5,3% weniger Personen, als man geschätzt hat. Damit muss Berlin Gelder zurückbezahlen an den Länderfinanzausgleich. In Mecklenburg-Vorpommern fehlen 24% der Ausländer, die man vermutet hatte in Mecklenburg-Vorpommern. Die sind also schon weg. Beziehungsweise diese Vorausschau, diese Prognose anhand der letzten Volkszählung hat nicht funktioniert. Ebenfalls in Köln, dort gab es einen riesigen Schwund, den größten Einzelschwund in Prozent von Leuten, die gar nicht mehr da sind. Und auch da, es geht am Ende darum, wie Gelder ausgeschüttet werden, wie Gelder verteilt werden. Und da kann man sich schon mal um ein paar Prozent mit seinen Einwohnern verschätzen und dann hat man auf einmal 100.000 mehr oder weniger. Jetzt gibt es noch allerdings die Nebenkosten bei diesen Immobilien. Also wir können hingehen, wir können eine Immobilie bewohnen, die wir selbst besitzen und können da große Teile der Kosten auf das Jobcenter umlegen. Wenn wir tilgungsfrei dort wohnen, dann bezahlt das Jobcenter einfach alles. Und angenommen, wir gehen jetzt in Bürgergeld, haben eine Immobilie, die ist finanziert, 20 Jahre tilgungsfrei, wir bezahlen nur Kreditzinsen, dann werden diese Kreditzinsen selbstverständlich in voller Höhe bezahlt, wenn der Wohnraum angemessen ist, dann wohnt man da 20 Jahre lang und danach verkauft man dann die Wohnung, wenn man kein Bürgergeld mehr bezieht und kassiert noch den Wertzuwachs ein. Man hatte ein tilgungsfreies Darlehen, das heißt, den Preis, den man am Anfang gezahlt hätte, wird dann am Ende fällig. Die Zinsen hat das Jobcenter übernommen, aber der Verkaufspreis wird in der Regel höher sein als der Anschaffungspreis. Und diese Differenz darf man dann steuerfrei einkassieren. Das ist Deutschland 2024. Und wir machen weiter mit den Nebenkostenabrechnungen. Auf Nebenkostenabrechnungen, ja, die werden verlangt von den Jobcentern, die werden auch geprüft. Allerdings kann man da tricksen ohne Ende. So wie also 2 von 3 Nebenkostenabrechnungen in diesem Land sollen falsch sein. Und warum sollen die, die bei den Jobcentern eingereicht und erstattet werden, nicht ebenfalls falsch sein? Und da gibt es noch die Frage, ob das vorsätzlich falsch gemacht wird. Bestes Beispiel. Man kann bei seinen Nebenkosten dann zum Beispiel eine Treppenhausreinigung abrechnen, die man als Eigentümer selbst durchgeführt hat, wenn es den Mietern auferlegt war und sie haben es nicht gemacht. Selbst wenn man sie nicht durchgeführt hat. Das ist nicht illegal in diesem Land, denn auf Vermieterseite sagt am Ende das Finanzamt, du sagst mir, was du alles eingenommen hast und das ist für das Finanzamt Kaltmiete und die Nebenkosten. Und wenn Nebenkosten nicht angefallen sind, sondern, also es fehlen Rechnungen, weil diese Treppenhausreinigung ist nur fiktiv abgerechnet worden bei den Mietern, hat aber keine Kosten verursacht auf Vermieterseite, dann entsteht einfach ein Gewinn durch Nebenkosten. Und das Finanzamt sagt, ist völlig legitim, du versteuerst das mit der Einkommenssteuer und wir fragen gar nicht danach. Und jetzt bestes Beispiel, der Mann mit dem Dreiparteienhaus, er hat dann 4 Mietverträge, die vom Jobcenter bezahlt werden oder am Ende noch mehr, wenn er einzelne Zimmer vermietet. Und dann hat er hier noch Nebenkostenabrechnungen, wo er bei jeder Nebenkostenabrechnung auch nochmal Geld herausschlagen kann. Am Ende versteuert er das Ganze natürlich wieder beim Finanzamt als Einkommen. Allerdings hat das alles einen sehr, sehr faden Beigeschmack, wenn ihr mich fragt. Man kann gewisse Dinge dann auch drehen. Es gibt zum Beispiel auch Seiten im Internet, die geben einem Tipps, wie man beim Bürgergeld dann sein Vermögen erstmal beiseite schaffen soll. Es gibt ja nach einem Jahr erst diese Vermögensprüfung und da ist es so, 45.000 Euro für den, der beantragt und dann für jede weitere Person im Haushalt 15.000 Euro Schonbetrag.
Ebenfalls geschont wird Wohneigentum bei einem Haus bis 140 Quadratmetern, eine Eigentumswohnung bis 130 Quadratmeter. Selbst wenn ihr diese mit nur einer Person bewohnt, wo kommen wir denn sonst hin in Deutschland? Der Staat, er verlangt es nicht, dass man zur Abwendung der akuten Hilfsbedürftigkeit hier auf sein Immobilienvermögen zurückgreift. Das ist in manchen argumentativen Hintergrund ist das gut, wenn das allerdings ausgenutzt wird, so wie ich euch das beschrieben habe. Man kauft sich etwas, legt sich dann auf die faule Haut, kassiert Bürgergeld, hat das alles so arrangiert, dass dann nur Zinszahlungen fällig werden, will dann kein Bürgergeld mehr haben oder man geht dann arbeiten, verkauft dann die Wohnung, kassiert die Differenz ein, steuerfrei und dann verschwindet man ins Ausland zum Beispiel. Das sind alles Möglichkeiten, wie man diesem Staat das Geld aus der Tasche ziehen kann. Illegal ist von dem, was ich euch hier beschrieben habe, höchstens Betrug bei Nebenkostenabrechnungen. Die Frage ist allerdings, wie lange wollen die Leute noch zuschauen? Auch dieses Schonvermögen, es wird die Wohnung geschont, es wird 45.000 Euro geschont und wenn man dann zum Beispiel 100.000 Euro Vermögen hat und eine Wohnung, dann kann man hin und kann einfach 55.000 Euro des Vermögens in eine Altersvorsorge anlegen, dann ist es kein Vermögen mehr. Fürs Alter vorzusorgen ist eine gute Sache und hier gibt es einen eklatanten Mangel in diesem Land. Es gibt keine Möglichkeit der Vorsorge am Kapitalmarkt, die geschützt wäre vor eben diesen Sachen wie hier Bürgergeld oder so. Man muss dann immer irgendwelche vorkonfigurierten Produkte kaufen. In den USA gibt es ein Altersdepot. Dort sind meines Wissens nach erlaubt alle Aktien und Faktor-ETFs. Keine Zertifikate, keine Optionsscheine. Da könnt ihr während eurer Arbeitszeit einzahlen und es fallen keine Steuern an. Das sind diese Pensionsdepots, die die Amerikaner haben. Das heißt, ihr könnt dort brutto wie netto handeln, ein Leben lang. Und wenn ihr in Rente geht, dann wird versteuert und zwar je nachdem, wie ihr das Geld entnehmt. Und in der gesamten Laufzeit ist es bei jeglicher Zugriffnahme des Staates geschützt. Wenn man insolvent wird, ist es ebenfalls geschützt, weil es Teil der Altersvorsorge ist. In diesem Lande würde ich mir auch so etwas wünschen, dass man quasi sein Privatvermögen nicht ins Feuer stellt, wenn man hier mal irgendwo staatliche Leistungen beantragt, wenn man es denn tun möchte. Viele wollen es gar nicht. Auf der anderen Seite, schwieriges Thema. Wie siehst du das? Kennst du auch jemanden, der sich hier schon vom Jobcenter hat Miete bezahlen lassen? Ich kenne ganz viele Leute. Ich kenne auch Leute, die sind Eigentümer und haben gesehen, dass die Miete vom Jobcenter doch nicht immer pünktlich kommt. Da gab es schon, was ich gesehen habe, Zahlungsverzug von über 2 vollen Monatsmieten, was die Kündigung zur Wohnung zur Folge hatte. Das Jobcenter hat es nicht interessiert. Dann wird die nächste Wohnung dann einfach bezahlt, die dann im Zweifel teurer ist. Und dann gibt es wieder Umzugskosten. Das nächste Thema, wieso bezahlen wir diesen ganzen Bürgergeldempfängern, die arbeitsfähig sind, nicht die, die nicht arbeiten können, sondern die, die arbeitsfähig sind, wieso zahlen wir denen Umzüge, wenn die Umzüge nicht zu einer Arbeitsaufnahme dienen? Also das ist ja das. Es gibt Umzüge zur Arbeitsaufnahme, die werden voll erstattet. Man kann allerdings dennoch umziehen. Und nicht nur, wenn man rausgeworfen wird, auch bei anderen Dingen. Und ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal, dann verpasst du keines dieser interessanten Videos mehr. Abonniere auch meinen Telegram-Kanal und bleibst du immer up to date, auch wenn YouTube dich nicht benachrichtigt. Gestern erst wieder vorgekommen, 81.000 Abonnenten haben keine Benachrichtigung erhalten, obwohl sie den Kanal abonniert hatten. Deswegen steig bei Telegram mit dazu. Wir haben schon fast 3.000 Leute. Ich bin stolz darauf. Schreib mir mal einen Kommentar, wie du das hier findest, ob du weitere Anleitungen brauchst, wie du dir mit Bürgergeld ein Vermögen aufbauen kannst. Stell dir vor, du kaufst dir alle 3 Monate eine weitere Wohnung und hast dann Leute, die vom Jobcenter ihr Geld bekommen und das Ganze wäre dann Cashflow positiv. Dann brauchst du nichts weiter machen, als die Füße hochzulegen und zu sagen, ihr legt am besten auch die Füße weiter hoch. Sarkasmus ist jetzt zu Ende. Am besten geht jeder arbeiten und kauft sich erstmal selbst eine Immobilie. Wenn wir das nämlich alle gemacht haben in diesem Land, dann haben wir keinen großen Mietmarkt mehr, sondern dann sieht es aus wie in anderen Ländern. Und dann kann man auch diese ganze Mieterschutzgesetzgebung mal zurückfahren. Grunderwerbssteuer gehört gestrichen, also gehört generell gestrichen, auch wenn jemand spekuliert mit Grund und Boden. Also wenn jemand das öfters kauft und verkauft, braucht er keine Grunderwerbssteuer in meinen Augen zahlen. Das Ganze wird über die Einkommenssteuer oder über die Firmensteuern am Ende sowieso besteuert. Nur weil es eben Grundsteuer gibt und Grundsteuerbefreiungstatbestände, wie zum Beispiel bei Shared Deals, da schafft man erst das Missbrauchspotenzial, schafft es einfach ab
und erhöht zum Beispiel die Kapitalertragssteuer dementsprechend um 3 oder 4 Punkte, mit dem das am Ende versteuert wird. Das wäre eine Lösung, die schafft weniger Bürokratie, mehr Vertrauen und vor allem auch mehr Gerechtigkeit. Denn Privatpersonen haben fast nie Befreiungstatbestände. Es gibt einen, wenn ihr in direkter Familienlinie eine Immobilie kauft, kauft ihr die steuerfrei. Also ihr kauft die von eurer Mutter oder eurem Vater steuerfrei oder von eurer Oma oder eurem Opa. Von eurer Schwester oder eurem Bruder gilt dieser Tatbestand nicht. Das ist schon die zweite Verwandtschaftslinie laut Gesetz. Das ist Deutschland 2024. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Sage ciao, bis bald.